Ich kann es nur wiederholen, was ich eigentlich in der letzten Folge erzählt habe. Eieieiei. Ihr seht, was momentan Sache ist. Platz 18 in der Liga, 0 Punkte, 1 zu 13 Gegentore gegen Zwolle, den nächsten Nackenschlag bekommen. Eine 0 zu 4 Niederlage. Das heißt, wir sind außer dem FC Wollendam noch die einzige Mannschaft ohne jeden Punkt. Wir müssen es jetzt irgendwie wuppen. Wir haben in der letzten Folge nochmal 3 Spieler verpflichtet. 2 Innenverteidiger und einen neuen Keeper. Alle 3 werden in die Startelf gehen. Und wir müssen es irgendwie wuppen. Das Verlager vom FC Barcelona, Führer von Arsenal und von Bruggen, vom heutigen Gegner. Let's go. Irgendwie zu wuppen heute. Irgendwie diese 3 Punkte heute zu kratzen. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Wie lange können wir uns noch auf dem Sitz halten? Auf dem Trainersitz halten? Nach 3 Niederlagen. Setzt es heute die 4. Niederlage in Folge? Oder ist jetzt bläst jetzt Marc von Mummel zur Aufholjagd? Nachdem er vor der Saison gesagt hat, ey Leute, wir wollen uns, die wollen die Großen ärgern. Momentan ärgert man nur sich selber. Auf geht's in Almere mit dem Sieg, mit dem Spieltag Nummer 4. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Das könnte ein Highlight werden. Und alles drin, alles dabei, super. Wir müssen heute irgendwie es wuppen. Soll ich jetzt? Ja, was kann dieser Mann irgendwie noch heute regnen? Corona! Corona! 9 zu 0 für Utrecht! Ist das nur irgendwie sowas wie ein kleines Strohfeuer? Oder gibt es natürlich heute die ersten Punkte? Kalfberg, 3. Saisontor! Der 20-jährige Norweger! Vielleicht hat es jetzt mal etwas gebracht, diese Umstellungen. Corona auf die linke Seite zu ziehen. Klar, man will natürlich da vorne jetzt. Daniel Kalsbach, Tor Nummer 3 für ihn in dieser Saison. Und er hat im ersten Spiel doppelt gegen uns getroffen, bei dieser Niederlage gegen Herrenfeen. Und jetzt führt man auf 4 Minuten das allererste Mal. Man will heute irgendwie was rausholen. Terwest. Boot. Nein. Ja, die Anzeigetafel zeigt richtig. Utrecht führt bei Almere. Der Tabellenletzte. Bei einem Team, das schon 2 Siege auf dem Konto einer 4 spielen. Und will natürlich. Beziehungsweise nach drei Spielen und jetzt der Ausgleich! Nicht lange gezögert! Keiner greift den Ausgleich! Nach nicht mal 6 Minuten schon wieder der nächste Nackenschlag. Freistoß. Berardi wechselt zu Arsenal. Aber auch wieder eine. Nichts passiert. Und das ist leider, glaube ich, der Abpraller vom Kopf von dem Pfosten. Ging an die Hand. Gewinnt dieses Duell. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Der Arvest! Zu Nans Tor.
Frau, du. Jesus Corona. Corona. Corona! Fraulo! Fraulo! Der ausgeliehen von Gladbach ist. Man ist ja da, man ist ja dran. Wieder Fraulo. So, und jetzt. Soint Jens, Soint Jens! Ah, das ist nicht wahr. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Man hat ja so ein bisschen sowas wie Chancen, man will ja. Der könnte richtig böse werden, der Ball. Und jetzt diese Chance. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr. Der. Hier spielt momentan nur eine Truppe. Und das ist, sind wir. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Freistoß, okay? Vielleicht irgendwie noch mit einer Führung oder so vielleicht. Oder zumindest was mit dem Unentschieden. Karlsbach. Und die Möglichkeit. Karlsbach! Doppelpack! Vierte Saisontor! Utrecht! Vierter Leute! Ja! Da ist das Tor nochmal. Kann sich durchtanken hier. Eiskalt das Tor. Habe ich auch nicht gedacht, dass der irgendwie noch reingeht. Ich dachte, der geht irgendwie noch vorbei oder der Keeper oder sowas. Nein, der geht durch. Karlsbach Doppelpack. Sollte jetzt. Er zieht einfach vorbei. Na, ja, der kann nicht. Kann nicht gehen. Kann nicht vorbeigehen. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da kommt der Pass. Steil gespielt. Gute Idee. Robin hält der Torschütze zum 1:0. Oh, der wieder an heute Ausgleich. Man will doch immer mit der Führung reingehen. Man kriegt es aber nicht hin. Gut. Situation erstmal geklärt. Sucic. Er geht vorbei. Sucic! 3-2 Utrecht! Da, zweite Saisontor für den Serben. Für den Kroaten, Entschuldigung. Und der ist da, noch zwei, drei Spiele mal abgetaut. Jetzt ist er wieder da. Luka Sucic. Sein zweites Saisontor hier am vierten Spieltag. Und es ist so Gold wert, es ist so wichtig. Da haben wir im ersten Spielabschnitt wirklich eine Menge gesehen. Wie siehst du das, Buschi? Zwei Tore. Die
Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Also man macht jetzt wieder ein bisschen was. Man ist jetzt wieder so ein bisschen da. Jetzt darf man sich das nur nicht, was man jetzt nicht erarbeitet hat, der ersten Halbzeit, dass man das wieder kaputt macht. Das darf jetzt nicht wieder nicht kaputt gehen. Karlsbach. Und das war Sucic. Gitala jetzt noch mal. Rein für den Torschützen für Robinett. Da setzt er sich gut durch. Ja. Leider springt der Ball weit, weit weg wieder. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Wird hier jetzt ein Wechsel geben. Herrlicher Volley! Natürlich fällt da der nächste Treffer. Also wie gesagt, ich mache mir die Tore, die Chance und der Gegner macht sie. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Er ist der Eckball und dann zieht er einfach Volley ab. Das ist eine klasse Aktion. Ja, Schiri, da brauchst du mir jetzt nicht gelb zu geben. Das ist ein Schwachsinn. Da kommt er ohne Karte davon. Viel Glück und er weiß es. Er weiß es selbst. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Geh doch damit hin! Sollt jetzt! Sollt jetzt! Tor! 3:4! Man muss diese 3 Punkte unbedingt holen! Ich meine, mit der Leistung wird wahrscheinlich gegen die großen Teams, Ajax, PSV und Feyenoord nicht zu holen sein. Aber wichtig ist erstmal, das ist erstmal unwichtig. Hauptsache da unten erstmal raus. Erstmal diese 3 Punkte holen, diesen Dreier. Man will diesen Punkte holen. Man muss diese Null da finden, den nicht wegkriegen. Mit dem ersten Sieg in der Liga. Karlsbach! 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 5-3, 4-3. Saisontor. Dass man ein bisschen was für die Tordifferenz tut. Klar, dass man zumindest mal ein bisschen, zumindest wieder riechfähig sein will. Beide Stürmer haben getroffen. Also Karlsbach, Doppelpack. Dreierpack, Entschuldigung. 5. Saisontor. Jawohl, verbogen. Gut. Schön. Na, jetzt war weg der Ball. Yeah.
Abseits oder was? Schiri, das war der Abseits. Ich hab den eigentlich keinen Abseits gestellt, nicht mehr. Nö, 4-5. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt diese unheimlich fuchtige. Bitte nicht schon wieder so einen Nacken. Das könnte gefährlich werden. Geht gut nach innen. Er kann erstmal klären. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Abseits, Abseits, Abseits! Ich habe das Gefühl, dass der Schiri keinen Abseits pfeift. Halt ihn einfach nur fest. Ich damit erstmal nach vorne. Van Burgen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Sehr ausgeglichen, war unterhaltsam und beide können, beide dürfen mit diesem Punktgewinn zufrieden sein. Ja, damit bleiben wir sieglos nach 4 Spielen. 5:5 gegen Almere. Boah, ist das bitter, wenn dann so kurz vor Ende noch den Nacken schlackelt. Du bist mit 2 vor. Hast vielleicht die große Chance, irgendwas zur Reihe backen hinzukriegen. Der ist nämlich gerade, der ist nämlich eingewechselt worden in der Halbzeit. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir. Also, wir sind jetzt definitiv immer noch Letzter, weil die Tordifferenz einfach miserabel ist. Aber zumindest haben wir einen Punkt und sind nicht mehr Sieger. Also dieser Sieg wäre so wichtig gewesen. Dann wären wir zumindest mal 15. gewesen. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit, wenn wir es überhaupt überleben. Nächster Gegner ist der AKC Waalwijk. Tabelle 14. momentan. Ja, man muss dieser Knoten. Selbst der Eindhoven ist momentan auf der 13. Almere ist 5. und da spielen wir unentschieden. So kurz vor Ende nochmal. Alkmaar führt. Wir brauchen momentan nach ganz oben gar nicht zu gucken. Wir müssen jetzt mal sagen, schauen, dass wir unsere eigene Saison irgendwie gerettet bekommen. Haben wir nochmal irgendwie jetzt noch ein Spiel? Ja, noch. Ging ja, dann haben wir, glaube ich, nochmal. Wenn ich es richtig gesehen habe. Gut, schauen wir mal, ob es beim nächsten Spiel klappt. Bis dann. Tschüssi.